Ghost Actual, hier ist Nomad. Ich bin bereit, Harpy auszuschalten. Verstanden? Roger, Nomad. Ich bin hier. Harpy ist für die Angriffsmuster der Drohnen zuständig und koordiniert die Freisetzung des Gases. Sein Ziel ist die maximale Streuung für maximale Verluste. Sein wahrer Name ist Claro Gentile. Er ist ein Wolf der ersten Stunde und jetzt in seinem Kommandoposten. Dort wird es vor Drohnen nur so wimmeln. Aber ich habe was für Sie. Outcasts haben ein Sentinel-Schiff mit Störsendern erobert, die die Drohnen schwächen sollten. Die sind alle unten am Strand. Treffen Sie sich mit denen. Die werden Ihnen helfen. Roger. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint. Zur Vernichtung, zur Eliminierung, zur Liquidierung von Harpy oder Claro Gentile. So, zuerst mal also zu den Störsendern. Ach nee, wir sollen die Störsender einsammeln. Okay, gut. Das kriegen wir hin. Ach man, jetzt ist heute so schönes Wetter draußen. Und ich muss hier drin sitzen und aufnehmen. Mann, kotzt mich das an. Spaß, als würde ich freiwillig rausgehen. Was haben wir denn hier? Was sind die denn? Oh nein. Ich habe wieder mal vergessen. Voice Attack zu starten. Und machen wir das. Bin unterwegs, Boss. Roger, die ganz altbewährte Art und Weise. Bereit, Boss. Ich hätte gerne nämlich die Karre. Anvisiert. Okay. Okay, Ghost Lead. Alles sauber. Sauber. So. Schauen wir mal, was hier für Infos gibt. Ich habe nämlich noch eine ganze Menge Bivaks nicht freigeschaltet. Aber natürlich nur ein Waffenaufsatz. Alles klar. Also irgendwie ist das Fernglas relativ gut. Sentinel hat schnell reagiert. Die Outcasts kriegen Probleme. Irgendwie relativ nutzlos das Fernglas, wenn ich mit dem Scope einfach weiter reinzoomen kann. Mit dem Fernglas. Und es ist ja nicht mal ein Sniper-Scope oder so. Ah, da oben sind auch noch Sentinel. Ich fahr einfach da rein, gebe Feuerbefehl. Ab geht's, Feuer frei! Kuckucks! Okay, Feuer einstellen. Ich hatte die Nacht einen ganz seltsamen Traum. Ein EMP-Störsender von Skelltech, modifiziert von Sentinel, um Drohnen zu stören. Sehr hilfreich. Ich sollte zusehen, dass ich genug davon kriege, damit sie volle Wirkung zeigen. Ich hatte die Nacht einen ganz, ganz seltsamen Traum. Ich hatte geträumt, es hat jemand einen Kommentar geschrieben, dass das Schleichen zwar schön und gut ist, aber dass mit mehr Action mehr Spaß macht zuzuschauen. Das weiß ich nicht, soll ich dem Traum Glauben schenken oder nicht? Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wie du das siehst. Ja, was ist? Abgesoffen. Die Karre ist abgesoffen einfach. Na gut. Okay. One, two. One, two, three, four. Okay. Da haben wir einen Outcast. Befreien bitte. Sag mal. Geht das jetzt nicht, weil dieser Fuzzi da liegt? Schmeiß ich den einfach mal kurz weg. So. Geht's jetzt? Ja, geht doch. Dankeschön. Danke. Sie haben mir den Arsch gerettet. Nehmen Sie sich Harpy vor? Das ist der Plan. Wenn Sie die Basis angreifen, bin ich dabei.
Sehr gut. Und der Rest meines Teams auch, wenn sie rausholen können. Sehr gut, gar kein Problem. Wird gemacht. Ich bin heute übrigens ein klein bisschen heiser. Also eigentlich nicht, aber jetzt gerade, weil ich natürlich vor der Aufnahme wie immer was getrunken habe und mich dann übel verschluckt habe, wie so ein kleines Kind. Einfach fast am Schluck Sprudel verreckt. Ja, kommt vor. Alles einsteigen, bitte. Meine Stimme ist aber auch nicht mehr gewohnt, viel zu sprechen, weil ich nur so wenig aufnehme in der letzten Zeit. Und ja, letzte Woche ja sowieso, beziehungsweise diese Woche. Also wenn alles klappt, kommt diese Folge hier am Sonntag raus. Ist jetzt Samstag, wo ich aufnehme. Will sonst keiner rein? Nee. Du auch noch vielleicht? Komm, scheiß drauf. Ich hab's keine Lust, noch eine halbe Stunde zu warten. Ja, da hatte ich ja den Impf nicht Nebenwirkungen, sondern mit den Impf. Wie heißt's? Wie heißt das noch? Ja, mit der normalen Impfreaktion zu kämpfen. So. Aber es war relativ entspannt noch. Zumindest im Vergleich zu dem. Zum Henker. Da fehlt was. Zumindest im Vergleich zu dem, was ich so von anderen gehört habe, wie die nach dem Booster flach gelegen haben. Mein Störsender. Setze die Nachtsichtbrille. Toll. Wollte gerade sagen, mal gucken, wie so ein Ding aussieht, aber wenn man dann N drückt anstatt M. So, und dann haben wir da drüben und. Was ist das denn? Nee, ist noch viel mehr. Da haben wir was, da drüben haben wir was. Es fehlen aber noch zwei Störsender und zwei Outcasts. Da ist ein Outcast. Da ist ein Störsender und ein Outcast. Okay. Die zwei Outcasts haben wir, da ist ein Störsender und dann ist da drüben. Wo war das? Es fehlt noch ein. Da, ganz da hinten. Okay, da haben wir noch einen Störsender. Wo läuft Fixe denn immer hin? Gehen wir erstmal da drüben hin. Lass einfach die KI die ganze Arbeit erledigen. Auf Max-Level sind die ja die reinsten Tötungsmaschinen, zumindest aus Fahrzeugen heraus. Dann lasern die ja alles weg. Zack, zack. Da benehmen die sich endlich mal wie, ja, wie richtige Elite-Soldaten. Aber leider nur aus Fahrzeugen heraus. Also zumindest was Schießen angeht. Jetzt geht das hier schon wieder nicht, sag mal. Hallo. Jetzt aber. Sie sind super, danke. Jo, bitte. Ich bin der Beste. Ja komm, da steigt doch auch ein. Oh, Alter, dann schwimmt halt. Meine Güte. Wir haben Feindkontakt! Ja, hallo, da ist noch einer. Das habe ich euch eben so überschwänglich gelobt und dann schießt ihr nicht. Zielen. Dann zielen sie nur in die Richtung. Zielen sie nur in die Richtung, aber schießen nicht. Ups. Nicht schlecht. Alles sauber. Und ich bin verletzt, natürlich. So, dann wieder
Radarsender. Und dann noch da drüben, wo die beiden zusammen sind, also Störsender und Outcast, und dann haben wir sie alle. Ich hoffe, dann können wir endlich nicht mehr irgendwas einsammeln, sondern was Wichtiges machen. Ich finde diese Einsammelquests einfach immer. Schwimm halt, tschüss. Ich finde diese Einsammelquests immer ein bisschen, ja, meh, wenn ich ehrlich bin. So, Kopfgeldjagd-Quests mag ich gerne, aber so Einsammelgedöns ist gar nicht so meins. Da steht noch einer, genau, hinten auch noch. Ja, dann schieß auch. Wieder fallen, also zumindest angeschossen. Nein, nicht die Waffe. Da war auch gerade Motoren und Geräusch. Aber ich habe hier noch nie einen NPC mit Motorradfahren sehen. So was machen die nämlich nicht. So. Ja, dann ist noch. Oh nö. Was ist das? Oh oh. Ich weiß, dass danke. Oh oh. Wenn Sie sich Harpy holen, gebe ich Ihnen Rückendeckung. Mehr hey, Feuerkraft ist immer gut. Wurde auch gefangen genommen. Das heißt, die würden Sie hinrichten. Können Sie ihr helfen? Ich kann's versuchen. Einsteigen, reinbeamen bitte. Ja, Ashrill ist weg. Ja, sie hatten sie auch entdeckt. Also mich. Nicht stranden. Voll getroffen. So, ab geht's. Komm, schießt. Schießt doch. Die wollen nicht schießen. Und ich bin wieder verwundet. Verletzt. Mann, mein Plan war ja jetzt in das Boot zu gehen, damit die einsteigen, damit die wieder so krass alles weglasern. Aber der Plan ist gescheitert. Ja, danke Fury, dass du da eine Granate hinwirfst, wo ich sitze. Der Akku der Drohne ist leer. Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Ein Naturtalent. Ja, wenn ich Gegner sehe, dann ist das kein Problem. Das war schlecht. War das alles? Das war alles okay. Oder auch nicht? Auf die restlichen pfeife ich jetzt mal. Da in die Höhle sollen wir. Sprechen Sie mit dem Outcast vor dem Lager. Wollen Sie den Lieutenant der Outcast? Optional, das ist dann wohl hier. Gut, das machen wir natürlich. Nein, nicht die Waffen wechseln. Oh, Scheiße, geht nicht. Was haben wir hier? Biwak vielleicht? Nee, natürlich nicht. Keine Gegner da, das ist gut. Team darf sich nochmal. Los, sammelt euch bei mir! Bei mir sammeln. Kommen zu deiner Position. Okay, schon unterwegs. So. Nachtsicht ist an. Aktiviere meine. Verstanden. Meine ist auch an. Wolfs.
Ist es hier wirklich so dunkel? Nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Okay, in der Höhle. Hier ist nichts. Scheint niemand zu sein. Verstanden. Okay, 5 Wolfs, alles klar. Nachtsichtbrille aktiviert. Bro, ich suche mir Deckung! Volltreffer, Baby. Was? Was? Der eine war Kollateralschaden, den habe ich gar nicht gesehen. Jo, fixe drin rein, Schrot dem mal weg. Keine Bandagen mehr, das ist schlecht. War's das? Das war's, ne? Hallo Anführer der Outcasts. Da bin ich froh, dass Sie da waren. Wenn Sie Harpy angreifen, schicke ich Ihnen Verstärkung. Gut, die werden wir brauchen. Prima. Gut. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder raus. Gehe auf Nachtsicht. In die Richtung brauchen wir Nachtsicht, ne? Ja. Oder halt die Wärmebild. Und jetzt eins oder ein Kilometer. Am besten mit dem Boot, nehme ich an. Ich höre hier sehr wilde Sentinel-Rufen. Ehrlich gesagt, keine Lust, dauernd auf die zu warten. Wie man vielleicht merkt. Es sind halt immer einfach so, manchmal dauert es eine halbe Minute, bis die alle eingestiegen sind. Und ja. Wenn man sowieso schon so weit fahren muss, beziehungsweise so lange fahren muss, habe ich da keine große Lust drauf, da so lange zu warten. Noch 50 Meter noch. Ach, friedlich. So, den Rest gehen wir dann. Wobei, da ist ein Flüsschen. Da können wir auch übers Flüsschen schippern. Wolfs. Upsa. Das ist kein Fluss. Okay, das ist nur eine Bucht. Alles klar. Perfekt. Ich muss echt aufpassen, weil ich keine Bandagen mehr habe. Okay. Nomad. Das reinste Wespennest. Ich habe alle Störsender, die ich finden konnte, aber die Basis ist riesig. Ja, die haben nicht genug Reichweite. Aber wenn sie es ungesehen zu dieser Antenne schaffen, können wir das Signal verstärken. Dann sollten ihre Störsender eigentlich reichen. Ja, so gut wie erledigt. Ungesehen zur Antenne? Okay. Keiner drin, so wie es aussieht, und keiner drauf. Ich gucke aber trotzdem zur Sicherheit nochmal mit der Drohne. So, wie sieht es denn hier unten rum aus? Auch alles safe. Da oben gibt es noch einen Skillpunkt. Ist aber tatsächlich niemand drin und niemand drauf. Rundherum fahren nur ein paar Drohnen rum, gut. Alles klar, da kommen wir easy rein. Ohne gesehen zu werden. Pass auf, jetzt werde ich entdeckt, weil ich das gesagt habe. Würde mich nicht wundern.
Okay, hier gibt's Wolves und Sentinels und Drohnen. So, drin sind wir. Prima. Ich verschaff dir einen Überblick. Dankeschön. Jetzt sind wir nicht mehr blind. Na, da oben ist wirklich niemand. Einige Drohnen. Vier Bodendrohnen. Und 9, glaube ich, wenn ich das gerade richtig so überschlagen habe. 8 oder 9. Fußsoldaten. Oh, da hinten steht ein Sniper. Den muss ich aufpassen. Dann würde ich am liebsten gerade direkt erstmal hier wegsnacken. Das waren die Drohnen. Nice. Das wissen die natürlich, dass wir hier sind. Säubern sie das Lager. Na gut, dann gehen wir. Oh nein, den Erfahrungspunkt würde ich gerne noch mitnehmen. Die Outcasts machen schon ihr Ding da unten. Das ist gut. Ihr dürft auch Feuer frei. Feuer nach Belieben. Setze die Kampfdrohne ein. Die Drohne macht vielleicht den Unter. Es wäre kluger gewesen, die Drohne unten einzusetzen. Erwischt. Aber weißt du was, weiß ich schon. Noch einer. Ich weiß nicht wo. Erwischt! Granate kommt! Auf einen Bus! Hof erledigt! Vielleicht gucke ich mir das Ganze einfach mal mit der Drohne an. Hab den Wolf ausgeschaltet! Gib ihm den Rest! Toll, und jetzt Action vorbei oder was? Das Lager ist aber noch nicht sauber. Wäre schön, wenn die Outcasts andere Stimmen hätten. Oder zumindest andere Voice Lines. Haltet sie auf! Habt sie im Visier! Los jetzt! Das war knapp. Und das war der letzte Wolf. Nice. Töten sie Harpy. Ja, wo ist denn Harpy? Oh, da hinten kommt Harpy. Ach, kein Ding. Das machen die Outcasts schon. Ich hol mir die Bullpup. Angetroffen! Oh! Ich komme mal von hinten her. Zu Harpy. Das sollte Stone mächtig ärgern. Seine Gasdrohnen sind jetzt nicht mehr so effektiv. Bada bing, bada bing. Dann warten wir mal noch auf den Abschlussfunkspruch.
Du wirst immer in unserer Erinnerung bleiben, namenloser Outcast. Funkspruch, wo bleibst du? Ghost Actual, hier ist Nomad. Gut, dass Sie hier sind. Der russische Geheimdienst hat uns geholfen, die Organisation besser zu verstehen. Das sollte Ihnen die Arbeit erleichtern. Wie wir vermutet haben, hat jedes Ziel auf der Liste eine bestimmte Funktion. Ob Forschung, Strategie oder Kampfeinsätze. Eliminieren Sie einen, müssen Sie den Plan anpassen. Mit jedem, den Sie erwischen, sinken deren Erfolgschancen. Und wir kommen einen Schritt näher an Stone ran. Wenn Sie alle haben, muss er sich zeigen. Roger. Nomad out. Sehr schön. So, und damit haben wir Harpy komplett erledigt. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.